Oh oh, der Megabot ist down, Anjo. Der Megabot ist down. Ja, oh ja, ja, ja. Ja, hallo, lieber Megabot-Freunde. Ich bin's, der Tenshi. Und ich bin's, der Megabot Angelo. Angelo ist kein Megabot, der ist immer noch Tier 10. Das stimmt. Und wir haben den 18. Februar 2015. Und was bedeutet das? Ganz einfach. Es gab heute, kam das richtige Megabot-Update endlich raus. Und was beinhaltet das alles? Wie man hier sehen kann, riesige Megabots mit 7555 Flops CPU. Richtig krasse Viecher. Man hat jetzt im Tier 9 und im Tier 10 kann mindestens einer um auf jeder Seite spawnen, was auch ziemlich cool ist. Ja, und die Mega-Boss-Dinger haben jetzt auch die Boss-Fights quasi übernommen. Quasi, denn es gibt noch den Challenge-Modus, da kann man immer noch mit immer zu viert, als Tier 10 oder Tier 9, weiß ich gar nicht, oder nur Tier 10, immer zu viert reinkommen als Bosse und dann gegen die 16 anderen Typen kämpfen. Ne? Also es ist immer noch da, aber das richtige Boss-Teil, das ist jetzt halt mit Mega-Boss. Ja, so, dann, was ist noch Cooles reingekommen? Rotoplates! Ich finde das so krass an schon, ne? Die haben die ganze Zeit diese Mega-Boss-SMGs und so einen Scheiß getestet, ja, testen lassen. Und dann kommt die einfach mit so einer Helikopter-Kacke raus. Also man kann jetzt, die sind doch cool. Ja, ja, vielleicht, werden wir sehen. Man kann jetzt Helikopter-Roboter bauen, ne? So, der kannst, ab Stufe 5 geht das hier. Sieht man halt, kann man halt Helikopter bauen. Dann gibt's ein Megaschiff-Bay, das heißt, da hat man mehr Platz zum Bauen, muss man freischalten. Es gibt den Megasitz, denn man braucht ja mehr CPU. Das heißt, man muss extra einen Megabot-Sitz kaufen, der verfünffacht deine CPU-Anzahl. Und dann kann man Megabots bauen. Es gibt jetzt auch TX1-Armor-Blöcke, die sind 40%, glaube ich, stärker. Also halten mehr aus, 40% mehr aus. Kosten aber statt ein Flop, kosten sie drei Flops. Also CPU-Flops. So, dann, was abgeändert wurde, diese Umwerfteile, die gibt's nicht mehr. Jeder Sitz hat schon eingebaut, dass man sich flippen lassen kann. Problem ist nur, das dauert eine Weile, glaube ich, 10 Sekunden soll das dauern. Und dann dreht man sich ganz langsam um oder so. Ich habe es noch nicht getestet, werden wir mal sehen. Was ganz cool ist, es gibt jetzt den Spiegelbaumodus. Wenn man X drückt, kann man quasi spiegelmäßig bauen. Ja, was ziemlich cool sein kann. Da muss man nicht immer links, rechts, sondern man baut einfach nur auf eine Seite und dann wird alles fertig. Ja, G-Mode wurde abgeändert, wie gesagt. Der Challenge-Mode, der ist jetzt halt immer 4 gegen 16 Gegner zum Beispiel. Gegen Manny. Always 4 gegen Manny. Ja, Megabot-Modus gibt's. Und es gibt jetzt zum Beispiel einer von diesen Helikoptern. Der sieht, kann ungefähr so aussehen. Huch, das ist nicht meiner. Das ist auch nicht meiner. Der Shop war, glaube ich. Ah, hier. Das ist zum Beispiel so. Das könnte ein Helikopter aussehen. Vorne ein Dings, hinten so ein kleines Ding. Ja, und das ist hier ein Bomber, wenn ich das richtig sehe. Plasma-Bomber. Kostet Geld. So, ich zeige euch mal kurz den Tech-Tree. Und zwar gibt es jetzt, hier unten ist der Sitz. Der kostet 496. Irgendwie ist meine Schrift irgendwie abgeändert. Irgendwie ist da ein Fehler drin, ich weiß nicht warum. Aber es kostet 496 Tier 10 Tech-Punkte. Ich hatte mal irgendwas mit 2000. Aber durch diese ganzen Waffenkacke hier, ne, die man sich freischalten konnte, habe ich jetzt die Punkte nicht mehr, um mir diesen Sitz freizuschalten. Und hier gibt es den Mega-Bay. Den musst du einmal, kauft man sich den, dann hat man mehr Platz. 49 mal 49, glaube ich, ist dann der Platz von dem Schiff. Was hat man hier noch? Hier, also gibt es neue Elektroplatten, so wie es aussieht. Im Tier 2er Bereich gibt es welche. Komm, die schalte ich gleich frei. Kostet ja nichts. So. Die haben halt, hier sind ein paar Platten mehr quasi dazugekommen. Und hier ganz oben, nee, das sind die Megaplatten, die hatte ich schon. Aber hier gibt es jetzt zum Beispiel die neuen Cubes quasi. Die kosten aber richtig viel, von Tier 10, 145, kann ich mir alles nicht leisten, ich heb mir das ein bisschen noch auf. Was ganz cool ist, sind jetzt halt auch, naja, die haben für Tier 4 jetzt auch die Flügel wieder reingemacht. Tier 4, kann ich mir das leisten? Ja, klar. So, die Flügel sind für den Tier 4 wieder drin, also kann man wieder ein bisschen weiter runter ein Flugzeug bauen. Und hier, ab Tier 5 geht's los mit Rotorblades und ich werde ihm jetzt alle freischalten hier. Alle Level der Rotorblades. Denn ich habe vor, mit Anjo zusammen auch mal sowas zu bauen. Ich bin mir nur noch nicht so ganz sicher. Den lasse ich mal noch. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wann wir das machen. Wir wollen jetzt nämlich gerne mal ein Tier 10 Battle machen. Ja. Nachdem ich euch noch ein bisschen was über das Update erzählt habe. Da gibt es nämlich noch viel, viel mehr. Und dann machen wir nachher ein Boss, also Tier 10. Oder wir machen es jetzt, Leute. Wir machen jetzt ein Tier 10 Battle. Und danach schauen wir uns noch mal ein bisschen die Updates an. Da gibt es nämlich eine ganz große Liste. Übrigens wurden jetzt die Badges, wurden auch rausgemacht. Es gibt diese runden Badges nicht mehr. Die wurden jetzt mit Flacken
ersetzt. Mal gucken, wie das im Spiel aussieht. Ja, Anjo, würde ich sagen, wir machen jetzt einfach mal ein Tier 10 Match und hoffen, dass wir mal so ein Megabot treffen. Das sieht übrigens auch anders aus. Das ist der normale Modus, Practice, Challenge-Modus und Megabot-Ding. Megabot können wir nicht betreten, aber wir könnten ein Battle online machen oder ein Challenge, Anjo. Was wollen wir machen? Nee, machen wir lieber normales, ne? Aber normales. Normales Battle? Alter, ja, ja. Und hier hat man jetzt die neue Warteliste quasi. Da sieht man nämlich, was das richtig wartet. Die und wo die vor allem warten. Krass. Was, ein Haufen Tier 10er sind bei Megabot drin? Oh, wir haben da zwei Megabots drin. Left for Destruction. TX1. Krasse Scheiße. Und unser Premium geht bald aus. Wo ist er denn jetzt hier, der Megabot? Da muss er hier. Ach, da ist er. Das muss er doch sein, da. Hinter dir. Ach, Anschluss noch Plasma. Okay. Und da ist auch ein Helikopter. Ach, die Farbgebung hat sich hier geändert. Ja, ne? stimmt. Die haben zum Beispiel die Details quasi abgeändert. Und, ganz wichtig, die haben die Maps komplett überarbeitet, damit die Megabots Platz haben zum Durchfahren. Anjo. Komm, lass uns mal den Megabot hinterher fahren. Das ist der Typ mit den fetten Reifen da. Der da ist das. Was? Mit dem Bettmobil hier? Ja, dieses Bettmobil. Ich weiß nicht, was der vorhat. Würde ich ja mal bestaunen lassen. Oh shit, ich hänge fest. Was? Lol, meine Captain fängt fest? Wie geht das denn? Okay, kann man gleich mal Springer. Das Flippen anschauen. Das ist jetzt das Flippen. Es dauert 10 Sekunden lang, bis man geflippt ist und man kann nicht schießen und ist sehr anfällig dafür. Jetzt muss man da hingestellt, das ist ja super. Lol, oh, das ist. Was ist das denn für eine Rotze? Warte, mach. Ich versuche drunter zu fahren. Ey, was ist denn das für ein Scheiß, Leute? Toll, das hat's ja richtig gebracht, ey, diese Funktion. Oh, du wirst bestimmt gleich reingedrückt ins. Nee. Ah, okay. Ja, danke. Oh, toll. Ja, aber die Flaggen sehen ja toll aus, lol. Ich hab auch Flaggen. Die sehen ja lustig aus. Oh Gott, die werden übelst zerzerrt. Ja, ist ja krass. Ich will eigentlich zum Megabot, scheiße, Mann. Den ganzen Megabot jetzt verpasst quasi. Naja. Die haben einiges geändert. Die haben halt die Qualität von den Texturen abgeändert. Hier von den Maps. Die Maps generell verarbeitet. Aber den Scheiß, dass der aufploppt, haben sie immer noch drin. Finde ich. Ja, sehe ich gerade. Sieht sehr scheiße aus. Ja, sieht sehr scheiße aus. Ich fahre ja außen lang. Da sind bestimmt ein paar Gegner an Spiel hier. Mal schauen. F? Was ist denn? Ach, F. Das sieht man jetzt links da. Aber das Coole ist auch, dass das F da, lol. So, wenn wir von hier, dann können wir von der Seite reinkommen. Ja, die haben auch die Waffenschaden abgeändert, also die SMGs machen jetzt auf Fernkampf noch weniger Damage. Dafür machen sie wieder ein bisschen mehr auf Nahkampf. So, ich schieße jetzt seitlich drauf und hoffe mal, dass die jetzt nicht gleich angreifen. Darf ich überhaupt irgendwas? Aber die kriegen jetzt wenigstens Angst, ne? Doch nicht, die kriegen keine Angst. Doch, die rücken ein bisschen weiter vor. Ja, stör. Ja, stirb. Hoffentlich kommen jetzt meine Leute von. Ah, Angelo, ich hab ein bisschen Angst. Ich habe jetzt lange nicht gespielt, Leute. Wir haben natürlich auf das Update gewartet. Nein, eigentlich haben wir. Aber eigentlich haben wir schon quasi auf das Update gewartet, denn. Oh, sorry. Denn ich habe das Gefühl. Naja, weil das Spiel wurde mir halt irgendwie zu langweilig irgendwie. Immer das, weil ich auch immer das Gleiche gemacht habe. Ich hatte halt nicht das Material dafür, um mehr zu machen. Ich würde ja gerne diesen Heiler da wegklatschen, aber der andere Typ, der verweigert das. Ah Gott, wo bleibt denn der Rest von unserem Team? Die waren doch da oben. Sind die alle tot oder was? Ich dachte, wir fallen jetzt. Oh shit, ich hänge schon wieder fest. Oh Gott. Wow, was war das denn gerade? Ein Lag? Die sollen auf jeden Fall Performance und Lags verbessert haben. Was war das denn für Mega-Lag gerade? Na gut, vielleicht sind die Server ein bisschen überlastet. Das weiß man ja nicht. Kann sein. Mist, jetzt schießt er auf mich. Wieso geht denn die eine Waffe nicht ab? Treffe ich die nicht oder was? Ich treffe die anscheinend nicht. Oh shit, das ist der Megabot vom Gegnerteam. Das sieht man im Stern. Da ist der Megabot vom Gegnerteam. Zumindest sieht er mega aus und er hat auch einen Stern drauf. Medic, please, schreibt einer. So, mal markiert für jeden. Aua, ein Railgunner ist da hinten irgendwo. Komm man schon, Megabot killen. Ah, der flippt sich gerade, der kann nicht schießen. Aber es ist echt krass, also, und ich habe den leider nicht bekommen. Wer hat mich ja angeschossen gerade? Ich habe ihn leider nicht bekommen. Alter. Wir capturen bei dem. Ich versuche gerade drauf zu schießen. Okay. Okay, das mit dem Flippen ist ein bisschen, naja, ausbaufähig, muss ich sagen. Weil das ist ja schön. Also es gibt natürlich ein taktisches Element, weil
Dadurch fährt man nicht mehr wie bekloppt durch die Gegend, weil man dann irgendwie mal ein Problem haben könnte. Aber es ist schwierig, ne? Wenn man dann irgendwie wieder auf den genau der gleichen Stelle abgesetzt wird. Ganz langsam. Also es war ja schon Grenze. Wenn man dabei hängen bleibt irgendwo, dann bleibt man dann immer noch hängen. Super. Aber ein bisschen runtergefallen haben sie, na gut, 203.000 bekommen, da nicht schlecht. So, Premium geht auch bald aus. Und jetzt zeige ich euch gerne mal die Veränderung. Dafür gehe ich jetzt nochmal raus. Das ist ja bloß die Ankündigung gewesen. Und das ist die richtige Liste. Alter, das hört einfach nicht auf. Wir schauen mal, ob ich jetzt schnell das Wichtigste mitfinde. Also halt hier 1. Ihr könnt ja jetzt auch nochmal Pause drücken und selbst nochmal lesen. Also hier gibt es halt einfach nur, dass man Tier 1 jetzt machen kann, wie viel CPU man braucht, dass man 1 Million RP kostet der Sitz, den man braucht. Ja, aber du kannst diesen Sitz, ne, den Megasitz, den kann man nicht mit Echtgeld kaufen, sondern nur mit dem Spielgeld. Das heißt, man muss wirklich sich erstmal dahin arbeiten und das kann natürlich ein bisschen dauern, aber auch nur ein bisschen. Also man braucht ja bloß 400 noch was, dann hat man ja da seine Tier 10 Sachen schon. Aber ich glaube, das Geld kostet halt einfach auch sehr viel. Hier ist der Megabot-Modus, den ich schon gesagt habe. Da kann man halt, das ist halt wie ein Bossfight. Das können wir nachher vielleicht mal machen, Angelo. Dass man einen Bossfight irgendwie. Ah, nee, Bossfight kommt man zufällig rein. Warte mal, ist das gegen Tier 10er? Megabot, sondern hat der auch ein Tier, aber Join. Aha, 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 aha. Ja, keine Ahnung, wie das genau läuft. We can play versus many every boss. Ja, ich weiß bloß nicht genau, was für Gegner da kommen. Also, ich weiß nicht, ab welchem Level man gegen Megabots kämpft, weil ein Megaboss, also ein Megabot gegen nur Tier 10er, da hat er keine Chance, der ist selber Matsch. Dementsprechend muss man schauen. Aber hier, das Megaschiff kann man sich, wie gesagt, auch kaufen. Und man hat jetzt ein 31x31 Feld und das ändert sich dann auf 49x49. Also man hat ziemlich viele Cubes. 117.000 Cubes im Volumen. Also 170, Volumen, ne? Willst du jetzt gar nicht Quadrat? Kann man das? Nee. Da müsste man 49 Kubik-Cubes oder so. Größe. ja, dann T1-Armor, was ich schon gesagt habe. Die haben halt mehr CPU, haben aber 40% mehr Damage halten die aus. Mega-Platten, Mega-Wheels sind halt alles eingestellt. Kann man jetzt alle schön bauen. Und die Maps wurden geändert. Qualität auf der Map, Topografie und Textur wurde verbessert. Damit die auch laut und größer gemacht wegen Megabots und so. Hier sind dann die Helikopter-Dinger, die ein bisschen rumfliegen. Ja, gibt es halt Trust und den ganzen Mist. Aber es ist halt alles ein bisschen schwierig, das alles hier zu erzählen. Aber ihr könnt ja, wie gesagt, eine Pause machen und es einfach lesen, wenn ihr das gerne wollt. Hier sind das Flip-Ding. Also man kann währenddessen auch nicht schießen und so ein Scheiß. Und ja, ist ein bisschen nervig, ne? Hier, genau, Push X to toggle on off, das wollte ich noch zeigen, dieses Build-Modus. Pass auf, ich mach das mal, ich zeig das mal mit den Flaggen hier. Ich drücke jetzt mal X. So, ist er jetzt an? Weiß gerade gar nicht. Jetzt weiß ich nicht, ist er an, ist er aus? Shit. <Nee. lacht> Vielleicht sollten wir was reinmachen, damit man sieht. Es hieß auf dem X. Doch, man sieht es doch. Hä, du drückst X oder wie? Wenn man X drückt, sieht man direkt unter dem Fadenkreuz so eine Art wie ein Pfeil. Nur bei mir nicht. In Rot. Hä, nee, ich sehe gar nichts. Da ist nichts. Also das ist so ein Pfeil, der nee. Abprallt an den Boden. Hier kommt gar nichts. X drückst du doch, oder? Ja. Hä? Warte, ich drück mal die Feststelltaste und drück mal X. Da kommt's auch. Okay, daran liegt's nicht. Das ist ja komisch. Wieso geht das bei mir nicht? Vielleicht siehst du das bloß nicht, weil es rot ist wieder. Nein. Ja, so schlecht sind meine Augen nun auch nicht. Ich nehme. Ah, nein. Ich lade mal kurz einen anderen. Vielleicht habe ich einfach nicht genug. Kein CPU mehr. Nö. Das geht einfach nicht. Bug. Ja, das ist ja schön, Leute. Ich würde das so schön synchron bauen. Und dann geht das nicht. Ich würde euch das gerne zeigen. Vielleicht kann Anschluss das ja nochmal zeigen. Ich weiß es nicht. Man sieht es natürlich nicht besonders gut in der Ecke da, aber. Warte, dann gehe ich mal kurz auf den kleinen, lade ich mal. Warte, so ich guck so mal kurz. X, M, K, L, O, P, Q, bla bla bla, M, R, L, 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 L. Hey, hier steht gar nichts mit X. Kann das sein, dass das bei mir... Tab? Ja, es funktioniert. F, Q, C, T, O, M, U, G, L, E, P. Hä? Was ist hier los? Tocke Menü, Rotate, funktioniert Cube Clockwise, super. Cube Picker, Cube Inventory, Roboshop, Tech... Battle Mode, End of Practice. Nee, Leute, keine Ahnung. Hier. Ach, das ist gar nicht besetzt. Enable Mirror Edit Mode. Klick. Das ist bei mir nicht besetzt gewesen. Lol. Oh. Okay, dann drücke ich jetzt mal X. Ah, na klar sehe ich den Pfeil an.
Und dann kann man jetzt schön cube-mäßig bauen. Geil. Also spiegelmäßig bauen. Was sehr, sehr praktisch ist, wenn man was Neues bauen möchte. So. Puh, wir haben jetzt noch 10 Minuten Anschluss. Komm, wir machen, glaube ich, nochmal eine ganz normale Schlacht. Ah, nee, warte mal, ich muss ja noch so hier das noch ein bisschen zeigen. Dann machen wir noch eine Schlacht und in der nächsten Folge, dann bauen wir uns mal so einen kleinen Helikopter, Leute. Oh ja, da kann ich dann das X auch benutzen. Genau. So, hier, die SMGs wurden abgeändert. Also, die SMGs haben 15% mehr Damage bekommen beim Nahkampfbereich und das den Fall-Off, also den Damage, den sie verlieren über die Strecke, haben sie nochmal krass, glaube ich, nochmal ein bisschen größer gemacht. Das heißt, man bekommt bloß noch 80% Damage, so jetzt noch 80% auf Close-Range Damage, also 95%, aha, verstehe ich nicht genau. Auf jeden Fall, der Fall-Off ist größer, also wenn man jetzt noch von Weitem was versucht wegzuballern mit einer SMG, macht man noch weniger Damage. Ja, das passiert einfach. die TX1-SMG wurde jetzt erhöht vom Damage her. Krass. Nano-Range, also die Heilguns, sind um 18% weniger Reichweite. Ist auch ein ganz gutes, das kann man auch machen. Ja, Challenge-Modus ist halt jetzt drin. Man kämpft halt, wie gesagt, zu viert. Wollen wir einen Challenge-Modus machen, Angelo? Man kämpft. Ich kann nur im Practice-Mode momentan spielen. Nee, wir machen nachher nochmal Challenge-Mode. Machen wir gleich noch. Aber hier Platoon, die Freundesliste. Es gibt jetzt so eine Alles-Blockieren-Sachen hier. Block Friend Invites, also man kann Friends Invites kann man blocken. Ich meine, ich bin eh voll. Und man kann auch die Platoon-Einladung so einstellen, dass man nur von Freunden eingeladen werden kann. Man kann, glaube ich, auch komplett ausschalten. Das geht auch. Ja, irgendwelche Bugs von Platoons wurden gemacht. Wie gesagt, lest es euch durch, wenn ihr das wollt. Es gibt mehr Infos auf dem Screen und so, wenn man. Ja, you can see all server tier. Bla 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 und Cooldown, Min-CPU und ja, alles diese ganzen Informationen, die man jetzt besser sehen kann. Aber es gibt echt viel. Dann hier diese alten Low-Cubes sind jetzt drin. Tier 2 Waffen, Electroblades und so weiter. Ein neuer Shop, also dieses Ding, was schon gezeigt hat. Ein neuer Roboter im Shop. Dann gibt es die Holoflag-Replacement. So, change the holographic object called the holoflag. If you want a nation badge, your invasion will be automatically updated. You and median shift position. Ja. Diese, das ist ja geil mit dieser. Das ist diese Flaggen jetzt dazu. Hier gibt es auch andere Sachen. Spotting Voice reingemacht für diese neuen Helikopter und Enemy Hard Battle Countdown. Min CPU Requirement abgeändert und so weiter. So ganz kleine Sachen. Minimaps updated to show new routes and map topographie. The Breach Easter Egg has been removed and is no longer aktiv. Okay, Handling of Ski Improvement. Und so weiter und so weiter. Main Robot. Man muss übrigens. Die Large Robots. Okay. Ja. Man muss übrigens auch in demselben Tier jetzt sein, wenn man in Platoon fahren möchte. Kann ich sogar zeigen. Bei mir, wenn ich mich jetzt drauf drücke, kann ich nur noch Practice Mode auswählen. Da steht dann da, du musst in demselben Tier sein wie dein Platoon Leader. Okay, also ich kann drauf drücken, aber genau, weil ich bin jetzt nämlich gerade mit dem Tier 7 drauf. Ich werde gleich noch wieder zurückgehen. Genau, das haben die jetzt auch abgeändert, dass man jetzt tatsächlich einfach mal voll fett die gleichen Tier sein muss. Perfekt der gleiche Tier. Nicht der eine ist Tier 5, der andere ist Tier 4. Nein, man muss perfekt gleiches Tier haben. Ansonsten kann man nicht in einem Match reingehen. Finde ich voll krass. So, ich mache mal Challenge-Modus. Das haben die auch abgeändert. Es werden jetzt immer 4 Bosse sein. Also man ist immer zu viert. Das heißt, ich in Anschluss sind jetzt Tier 10, also kommen jetzt noch irgendwelche 2 Random-Leute rein. Das haben die bestimmt deswegen gemacht, Angelo, damit man, damit wir weniger Surfer brauchen. Weil wenn 4 Leute ein Boss-Battle machen wollen und die sind alleine, hat er ja immer 4 Boss-Fights aufgemacht. So können die 4 einfach reinklatschen. Ist natürlich cool, wenn man dann eher als Platoon, eine 4er Platoon reingeht, ist natürlich besser. Und da gibt es Challengers. 155. Nee, Tier 1 gibt es 155 Challengers? Okay. Ja, die warten, die wollen gerne gegen welche. Da gibt es auch, wie viele Server es gibt und so. Sehr interessant. Na, was würden wir denn bekommen? Wir bekommen, glaube ich, 6er, ne? 6er oder 7er. Und da wartet momentan nur einer. Gut, Leute, dann werden wir jetzt hier einfach einen Cut reinhauen und dann sehen wir uns gleich wieder im Match. Wird nur eine Weile dauern wahrscheinlich. Bis gleich! Okay, Leute, wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt so 9 Minuten gewartet. Anscheinend ist es noch nicht so ganz ausgereift mit dieser ganzen Suche. Es sind auch gar nicht so viele Leute irgendwie da, finde ich. Und trotzdem sind die Server alle noch ein bisschen überlastet, nehme ich mal an, weil Patch Day und so ein Scheiß. Never play on a Patch Day, ne? Okay, wir haben uns entschlossen, noch ein normales Battle zu machen.
Das ist, glaube ich. Ja, normal nicht, okay. Ein Ranked. Ja, das ist jetzt ein Ranked Battle. Kommst, bist du drin? Ja. Okay, dann geht's jetzt wahrscheinlich gleich los. Ja, und wie man sieht, haben wir wieder ein TX-1 dabei. Anscheinend gibt es jetzt immer so einen fetten TXer. Oh, oh, neben ist ein Helikopter. Oh, der hat 3 Rotorblätter. Ich bin in der nächsten... Der hat 4, meinst du? 4? Der hat bis 3. Der hat hinten 1, 2, 3. Ach da, lol. Nee, wir werden in der nächsten Folge, werden wir uns auch mal einen kleinen Helikopterwagen, wahrscheinlich so Tier 5 oder so, einfach mal gucken, weil wir möchten nicht so viel Geld ausgeben dafür. Dementsprechend mal gucken, wie das dann wird. So, wo fahren wir diesmal hin? Wo ist denn der TX eigentlich? Der TXer unser. Hä? Haben wir keinen... Ist der nicht gespawnt? Alter, was ist mit dir los? Abgehauen oder was? Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ach, da ist er, da hinten. Lol. Ach, das Ding da. Alter, was ist das denn für ein riesiges Vieh? Ah ja, guckt mal die Karte an. Die haben sie jetzt auch überarbeitet, damit man besser sehen kann, die ganzen Wege und so. Die sieht auf jeden Fall sehr ausführlich aus. Also man sieht recht viel. Man kann gut erkennen, finde ich, oder? Was sagst du? Auf der Minikarte sieht echt gut aus so. Man die sieht recht groß aus, die Karte. Ja, ich meine, man sieht jetzt sehr gut, ja, wo es lang geht und so. Die haben es ein bisschen so überarbeitet, dass man das besser sehen kann alles. Weil vorher war es wirklich, glaube ich, nur ein Bild von der ganzen Map von oben einfach. Das sieht schon eher so aus, als ob die da ein bisschen besser probiert haben, was zu machen. So, und jetzt geht's los. Gleich wieder. Mal, wie riesig der ist, ey. Der ist schon ziemlich fett. Oh nein. Da ist jemand geflüchtet. Ja, 3 Leute sind gerade geflüchtet. Oh nein, das war bestimmt ein Platoon. Klasse, wir haben 3 Leute verloren. Gleichzeitig. Das hatte bestimmt, einer ist bestimmt rausgeflogen. Irgendwie offline gegangen, aus Versehen. Und die anderen dachten sich, dann gehen wir jetzt auch schnell raus. Hoffentlich hauen die anderen auf der anderen Seite auch aber ab. Nee, da wird nicht einer abholen. Und das Problem ist, wir haben noch nicht mal Gegner gefunden gerade. Was ist denn jetzt hier los? Ja toll, die sind bestimmt gleich bei uns an der Base. Ah, da ist der andere. Nee, ist ein riesiger Heiler ist da. Ja, das war's. Das... Zurückfahren? Naja, wir fahren ja eh gerade in die Richtung, aber... Weil der Megabot versucht jetzt da das zu überleben. Guck mal, wie schnell der schmilzt, ey. Wie stellt er sich das vor, da alleine gegen 1000? Mindestens 1000 da drüben. Vor allem der da. Der kleine Rammer. Oh Gott, die werden alle geheilt von 10 Millionen Heilern. Okay, dreh dich, Tenchi. Ja. Oh oh, der Megabot ist down, Anjo. Der Megabot ist down. Ja, oh ja, ja, ja. Ja, aber ich lebe. Ich lebe. Ich mache Damage. Ich würde gerne abhauen. So ein bisschen wenigstens. Ich hab keine Kette mehr. Ich kann nicht mich die bewegen. Scheiße. Okay, das war's. Wow, hey, ist Anjo schon tot? Nee, nee. Bist du denn? Bist du abgehauen? Bei unserem Startplatz gleich. Ach, du bist abgehauen aus dem Kampf. Lol. Alter, was ist das denn für ein Vieh? Boah, was ist das denn? Lol. Oh, wo ist jetzt Olegna? Hier ist Olegna, okay. Da sind 2 Gegner drauf. Einer kommt jetzt. Und gut getroffen. Einer war fast weggeballert. Das ist gut. Die Railguns haben jetzt auch eine Feuerrate von 1 Sekunde. Also der kann nur einmal pro Sekunde fast ballern. Also ungefähr einmal. Oh shit. Der schießt auf deine Waffe an schon. Ach gut. Er wenigstens überlebt. Sein letzter Schuss hat echt dir noch deine Waffe weggeballert. Und du hast ihn weggeballert. Das ist ja lollig. Das ist ja lollig. Ja, wie man sieht, wird das neue Update ein bisschen Schwung reinbringen, weil es halt alles neu und frisch und so. Achso, ich habe ja meine... Ich muss ja hier noch schnell mal das hier machen. Dann mache ich X. So, dann kann ich so machen. Bam. Oder ich mache das noch krasser. Ich mache das so dran. Ho, ho, ho. Okay. Und ja, es wird viel, viel... Schwung, neue frischen Schwung reingeben ins Spiel. Mal schauen, wie sich das noch so entwickeln wird. Und in der nächsten Folge werden wir uns kleine Tier 5 Helikopter vielleicht basteln. Ne? Gut, dann würde ich sagen, ich war der Tenchi. Und ich war der Angelo. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal beim Robo-Helikopterbau. Bis dann. Tschüssi.